Sam? Er hat versprochen, mir seine Bücherei zu zeigen, sobald die böse Königin besiegt ist. Ich passe auf Spot und Sam auf. Die Krakelschrift könnte ich nicht mal lesen, wenn ich lesen könnte. Ah, na gut. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Wie Sedgwicks Mütze. Noah wird sie ganz bestimmt nicht aufsetzen wollen. Schade eigentlich. Noah ist toll, aber Sedgwick ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Eine Spieluhr. Wie schön. Boah. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Nehmen wir diesen ab. Uah! Hoppla. Entschuldigung. Tja, das war die Leuchtrakete. Ein Stein von vielen. Das ist nicht wahr, der hat ein Gesicht. So wie du die Steine hast. Dann raus aus dem Wald. Verdammt! Rini! Irgendwas ist passiert! Ich muss zurück! Ach was. Alles halb so wild. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat, seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Hey. Sie hat eine Idee. Sucher sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald.
Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergiss nicht, dass sie blind sind. Ach ja, aber sie können... Wie kann man ein Loch im Boden riechen? Veränderungen in der Gefügestruktur. Dann brauchen wir eine geruchlose Falle. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Stimmt. Ein Loch ist sicherer. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Wald. Da haben wir was vor. Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot, wir befreien Janusz. Mit Spot an deiner Seite wird dir niemals irgendetwas widerfahren. Der Vorrat. Eisenstein. Ah. Wow! Wieder tödlich. Meinst du, der könnte dir schmecken? Da kennst du dich doch auch. Hab ich mir gedacht. Das ist nett von dir, Spotty. Ja. Hinter dem Waisenhaus war ein ganzes Feld davon. Hoffentlich machen sie nächstes Jahr ein Erdbeerfeld raus. Erdbeeren. Erdbeeren. Ja, das wäre gut. Das Schönste am Herbst ist das Laub. Spot. Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Ja, ist er aus Stein? Er sagt zwar kein Ton, aber gut, egal. Das muss die Bergruine sein, von der Noah erzählt hat. Die geht bestimmt nicht auf. Die geht bestimmt... Riechst du? Das ist die Erwachsenentür. Okay, dann nimm die. Komm mit, Spot. Spotty, Spotty. Die steht direkt am Eingang, wie ein Wachhund. Der klemmt mich das Wasser ab. Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Ui, davon hat Noah gar nichts erzählt. Die armen Schlangen. Wir helfen euch, sobald alle Blumen zu sind. Dann muss Spot nämlich nicht mehr niesen. Noch so eine Pollenschleuder. Da ist ein Ameisenbär draufgemalt. Oder ein Grashüpfer? Das war bestimmt Noah. Das ist unser Weg. Ich würde zu gern da rausschauen. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss her. Mit der Kette könnte ich vielleicht die Lampe raufziehen und die Blume wäre aus dem Weg. Ich
bin die Banjo-Königin. La 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 la. Ich werd mal Sängerin. Oh, das kenne ich. Ich glaube, die Trompete ist kaputt. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt.